Und weiter geht's mit einer weiteren Folge Minecraft Rise. Bin jetzt mal hergegangen und hab die, bestens die Storage Cells von den Dimlets rein. Weil ich jetzt gesehen habe, wir haben schon Draconium. Ohr, da haben wir schon zwei mittlerweile. Was echt gut ist. Wo kann ich sortieren nach Name? Oh, jetzt hat. Dann brauchen wir noch. Was wohl bräuchten wir? Flatland oder so etwas. Gibt es sowas? Ups, nicht K. L. Fluid. Flat. Jetzt muss ich schauen, wie das funktioniert nochmal. Okay, also ich muss das vorne und das muss dahinter. Was brauchen wir noch? Schauen wir mal. Na, Mountain will ich nicht. Was haben wir sonst noch da, was wir brauchen können? Sortieren wir mal nach Dimlet. Also lass mal suchen, damit die ganzen anderen Sachen heraus sind. Da hätte ich gerne, ja, Wetter ist mir eigentlich egal. Also es soll flach und auf jeden Fall solide sein. Nicht, dass ich irgendwie einen Void bekomme oder Flüssigkeit, das wäre auch blöd. Was haben wir noch mal? Strukturen ist mir eigentlich egal. Okay, das brauche ich eigentlich auch nicht. Ja, probieren wir es mal mit dem hier aus. Wie ging das jetzt noch einmal? Na, hier müsste das Zeug rein. So wäre es okay, aber wenn ich zwei mache, ist blöd. Lassen wir mal das Solid weg und hoffen, dass es trotzdem so funktioniert, wie ich will. Jetzt muss ich erst nur vom RF-Tool den Rest machen, den ich da reinlegen muss. Wo habe ich sie hin? Da habe ich sie reingeschmissen, vorübergehend. Dann kann das alles wieder da mit hin. RF-Tool. Und da brauche ich jetzt die Empty. Habe ich kein Papier mehr. Na, nichts mehr da. Sollten wir aber hier Zuckerrohr haben, hoffentlich. Ja, ist nachgewachsen mittlerweile. Ja, machen wir schnell das. Ich fall jedes Mal hier rein und mach dann die weg. Wirklich jedes Mal. Okay. Dann stellen wir noch schnell das Papier her, damit wir die Tools herstellen können. Also ich meine, das Dimlet, das Empty Dimlet brauchen wir ja. Da muss ich mit hin. Okay, dann kommt das hier raus. Das war das Liquid. Und das muss rein. Ah, und ich habe unten die Kabel weggemacht, habe ich ganz vergessen. Die sollte ich vielleicht auch nochmal anbringen. Da brauche ich die Ultimate. Und was zum Essen bräuchte ich auch mal wieder. Wo sind wir? Hier. Diese noch dran und das habe ich weggemacht aus Versehen.
Das sollte jetzt hoffentlich ausreichen, um das Ganze zu bepowern. Anscheinend nicht. Wie viel brauche ich denn dafür? Und dann nochmal 50.000 pro Tick. Okay, ich glaube, da muss ich die Kabel. Ich glaube, oben habe ich noch die falschen Kabel dran. Das ist eine sehr teure Dimension vom Ding her. Vom Stromverbrauch. Machen wir mal die starken Kabel dran. Wenn das auch nicht reicht, dann setze ich direkt einen Tesseract hin. Wie kostet das? 1 Million. Und da gehen rein 10 Milliarden, oder? 1 Milliarde, oder? Nur 10. Warte, wie viel sind das? 3 Nuller, 6, 7, also 10 Millionen gehen rein, oder? Wenn ich mir jetzt verzählt habe. Okay, das Teil braucht ja ewig, bis das fertig ist. Okay, dann werden wir da also nicht hingehen in dieser Folge. Das wird dann noch etwas dauern, bis wir da rein können, bis das halt fertig ist. Oder da gab es doch irgendein Dimlet, soweit ich weiß, wo den Stromverbrauch unterregelt. Da muss ich mich, glaube ich, nochmal beschäftigen dann. Okay. Ich habe draußen, bin ich jetzt hergegangen und habe mal riesig die große Fläche hier. Also komplett weg aufgefüllt mit einem Filler, damit die ganzen Höhlen unterirdisch weg sind, damit die Monster nicht mehr da drin spawnen. Davon könnt ihr jetzt einen Screenshot machen. Weil ich gerade im Überlegen war, wovon ich den mache. So. Okay, gut. Das war's dann wieder mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal.